So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen noch direkt rüber in den Shop, aber kurz noch was anderes. Habt ihr diese Trickplatte schon mal gesehen? Lässt Böden, Wände mit diesem neuen Gerät einfach verschwinden. Ganz ehrlich, ich habe es noch nie gesehen. Noch nicht mal in Rettet die Welt oder sonst irgendwas. Dann ein kleiner Fail. Angeblich ist ja noch Kylo Ren und Sorry Please im iTunes Shop. Ist aber nicht mehr drin, weil wir gehen jetzt mal direkt rein. Die Star Wars Skins sind weg. So, ich würde sagen, wir gehen noch direkt mal richtig rein in den Shop. Da haben wir einmal Sophia. Den Skin Art haben wir noch überhaupt nicht. Auf jeden Fall nice. Die sieht mal richtig nice aus. Die habe ich auch vorher noch nie gesehen. Aber ihr kennt euch natürlich wieder besser aus, was den Shop betrifft. Aber die habe ich definitiv noch nicht gesehen. Aber Highlight ist natürlich, John Wick an sich ist wieder da. Hatte ich auf meinem alten Account auch. Jetzt natürlich leider nicht mehr. Aber ganz ehrlich, so toll finde ich ihn jetzt auch nicht. Und wenn, logischerweise die Variante. Die hat in meinen Augen natürlich mehr zu bieten als die hier. So, was haben wir noch? Weil hier ist ziemlich viel drin. Dann haben wir noch den einfachen Vorschlaghammer. Ah, ist okay. Dann kugelsicher. Ja, sieht auf dem Skin jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus. Okay. Dann, ich sehe dich noch. Nochmal. I see you. Dann haben wir die Assassine-Tarnung drin. Die ist nicht schlecht. Wieder eine schön clean Tarnung. Immer schön oben mit Silber oder Weiß, das ist immer gut. Immer. Kurz die Modelle durchgehen. Boah, die sieht natürlich. Doch, die Tarnung sieht nice aus. Warte, was? Der Sniper sieht natürlich richtig nice aus. So, das waren die Skins. Dann Schlotter immer noch drin. War ja gestern schon drin. Wie gesagt, die Flügel sind wirklich nice. Also die Flügel kann ich wirklich jedem empfehlen. Die haben wirklich was. So, dann haben wir natürlich noch die Frostschneide. Auf ganz entspannt. Dann haben wir natürlich, kein Love, haben wir vorne an, den Lebkuchen-Skin. Natürlich wieder in allen Varianten. Einmal böse, einmal lachend, einmal verbrannt böse, einmal verbrannt gut gelaunt. Ich weiß noch nicht, wie man gut gelaunt sein kann, wenn man noch so am Schmoren ist. Aber das ist halt der Lebkuchen. So, dasselbe natürlich nochmal in der weiblichen Variante. Rückenaccessoires hier lachend. Kurz nochmal zurückgehen. Hier ist er grimmig. Also, da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten. Nicht, dass ihr euch lieber das Rückenaccessoire haben wollt, weil das ist bei der weiblichen fröhlich, bei der männlichen nicht so. Dieselben Varianten sind natürlich hier auch lachend, verbrannt und so weiter. Dann haben wir natürlich noch hier die Plätzchenform. Aber ganz ehrlich, die feiere ich nicht so. Dann haben wir noch den Lebkuchenkleider. Ja, ich sage immer wieder OG-Skin. Haben wir jetzt alles? Hier haben wir alles. Dann die festlichen Verfechterinnen. Lol. Dann natürlich Traditionsbrecher. Schönes Rückenaccessoire. Passt natürlich nur auf die weibliche, auf die Weihnachtsskin an sich drauf. Dann haben wir noch die schöne heimiges Festtarnung. Aber die, also eine ähnliche haben wir ja schon. Also eigentlich, die braucht man sich wirklich nicht holen, weil wir haben ja so viel Tarnung jetzt bekommen. Dann natürlich Pyjama-Petrolie, dann Schlafanzug-Schlechterin, dann fröhliche Verfechterin und festliche Verfechterin. So, dann gehen wir direkt weiter. Cloak Shadow ist noch drin. Rückenaccessoire wieder 1 plus. Aber ist natürlich alles bekannt. Dann haben wir die Arktis-Assassinen auf ganz entspannt. Dann haben wir die Streitaxt drin. Oh, die ist auch nice. Hat was. Dann Knacks. Knack. Dann mein Idol. Ja. Ja. Der König ist da. Und wir haben noch den Glyphentanz. So, ihr wisst ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne mal einen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop-Video. Denkt dran, gebt nicht zu viel Geld aus. Hier haben wir noch was vergessen.
Na gar nicht, die Tarnung haben wir doch. Also nochmal. Ich dachte echt, wir hätten die Tarnung übersehen. Ihr wisst ja, gebt nicht zu viel Geld aus für Fortnite, weil ihr könnt das Spiel irgendwann nicht mehr spielen. Warum auch immer. Und dann habt ihr so viel Geld reingesteckt und es sind nur kosmetische Dinge. Und in dem Sinne sage ich, haut rein, euch noch einen schönen Tag. Denkt dran, wir gehen gleich live, rettet die Welt. Ihr kennt mich. In dem Sinne, haut rein.